Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade wieder im alten Palast, merkwürdigerweise. Wir waren im letzten Part beim alten Fluchtweg und ja, jetzt sind wir darüber zum alten Palast gekommen. Irgendwie hat sich das damit verbunden. Wir haben zu diesem hier schon vieles gesehen, aber den Gang hier noch nicht. Da frage ich mich, was ist hier? Okay. Okay, hier gibt es ein Pokémon. Interessant. Setze mal Nico nach vorne. Das ist kein legendäres Pokémon. Oder doch? Aber wie heißt denn das nochmal? Das kenne ich. Ein Ramot. Ist das ein wildes Pokémon? Ich meinte ein legendäres Pokémon? Ich setze mal Psychoschock ein. Ich versuche es mal zu fangen. Vielleicht kann es ein paar gute VMs oder so erlernen. Aber es ist kein Teammitglied. Ja, sehr schön. Und noch ein Psychoschock. So. Und dann können wir hier mal einen Ball einsetzen. Wir versuchen es erstmal mit einem normalen Pokéball, weil davon haben wir noch ein paar. Und ja gut, das Ramot ist halt auch sehr, sehr weit unten von den AP her. Okay. Okay, Feuerwirbel. Oh, das macht sehr, sehr viel Schaden. Aber eine Runde sollte Nico noch überstehen. Na gut, dann setze ich jetzt hier mal einen Pokéball ein. Ja, wunderbar. Wie gesagt, es ist kein Teammitglied. Ich wusste auch nicht, dass es hier einen Ramot zu fangen gibt. Dann ergibt natürlich dieser Ort hier dann auch dementsprechend einen Sinn. Ich gebe es keinen Spitznamen. Es ist jetzt im Team mit drin halt hier beim Pokémon. Allerdings setze ich es nicht ein. Sonst gibt es hier nichts weiter. Okay. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Dann haben wir wohl vom alten Palast nun endgültig alles gesehen. So, hier geht's wieder zurück. Gut, dann gehen wir jetzt hier nach ganz unten. Denn da gab es ja noch ein paar Stufen, die man runtergehen konnte. Und zwar hier in dem Raum. Da bin ich extra jetzt nicht runtergegangen, weil ich unbedingt noch wissen wollte, was der andere Raum da zu bedeuten hat. Das Ramot war auch auf Level 35. Wow. Hier links gibt es was. Ich weiß nicht, ob ich hier runtergehen soll oder dort rechts runtergehen soll. Ich mach's einfach mal hier. Ein Top-Schutz gefunden. Wunderbar. Oder waren wir jetzt hier schon mal? Stimmt, wir sind wieder beim alten Fluchtweg. Da kann ich mal die Pokémon vorlesen. Man kann... wieder komplett verwirrt. Also, dann... komplett, ja, keine Ahnung. Okay. Hieran kann ich erkennen, dass wir hier schon mal waren. Genau, hier waren wir schon mal. Es gibt nämlich Nord- und Südeingang. Und zwar beim Nordeingang. Das sind Raum 1 und 2. Kann man finden. Zu 10% der Wahrscheinlichkeit, Häufigkeit meinte ich, ein Radikal, zu 5% ein Onyx. Zu 34% ein Sedimantur, zu 31% ein Flatneu, zu 20% ein Stripoli. Per Rauchwolke beim Nordeingang, Staubwolke, nicht Rauchwolke, per Staubwolke, ein Rotomorph und ein Onyx. Rotomorph zu 80% und Onyx zu 20%. Und dann beim Südeingang, wo wir jetzt sind, obwohl ich auch erstmal schauen muss, wo ich hier lang gehe. Ah, ich bin beim richtigen runtergegangen. Nein. Ja, hier. Beim Südeingang. Das ist der Raum 3. Ah, hier ist die Kanalisation. Aha, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Beim Südeingang kann man zu 10% einen Ratzfratz finden, zu 5% einen Onyx, zu 34% einen Kiesling, zu 31% einen Flecknoll, zu 20% einen Praktibalk. Per Staubwolke zu 80% einen Rotomorph und zu 20% einen Onyx. Per Surfen kriegt man zu 70% einen Barschuft und zu 30% einen Meryl.
Bei Superangel kriegt man zu 70% einen Quapsel, zu 30% einen Barschuft. Bei Surfen beim Pokémon-Schatten zu 60% ein Merrill, zu 35% ein Barschuft, zu 5% ein Azumarill. Und beim Angeln per Pokémon-Schatten zu 65% ein Quapuzzi, zu 30% ein Barschuft und zu 5% ein Quappo. Das war's. Sehr, sehr viel. Aber ja, auch interessant vielleicht zu wissen für euch. Jetzt ist die Frage, wo geht's hier raus? Hier. Wunderbar. Wo landen wir jetzt? Ach, hier. Sind wir jetzt in Strato City? Lol. Rumot kann doch fliegen. Kann er auch fliegen erlernen? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Oh, warte, wir sind falsch. Hier. Ich hoffe, der kann fliegen erlernen. Wenn wir den einmal jetzt im Team haben. Ja, sehr schön. Dann können wir nämlich gleich wieder zur Stadt dorthin fliegen. Oh, okay. Der hat interessante Attacken. So, fliegen. Können wir nämlich gleich Fliegen auch einsetzen. Das ist dann unser Fliegen vor uns, glaube. Hat zwar keinen Namen bekommen, aber egal. So, hier waren wir. Hatte jetzt auch keinen Bock gehabt, wirklich. Wirklich, hier den Weg zu laufen. Okay, wie sieht's hier aus? Interessant. Kann ich nicht die Animation, aber cool. So, allerdings werde ich jetzt Ramot erstmal ablegen. Denn, wie gesagt, wir kriegen bald unser nächstes Teammitglied und da möchte ich natürlich auch Platz haben. Bedeutet, wir gehen kurz nochmal zum PC und legen mal das Ramot ab. Das andere Pokémon bleibt erstmal bei uns, unser anderer vor allem Sklave. Das Karaborn. So, hier in Box 1. Oh, ich weiß noch, damals habe ich immer die Boxen benannt und die Hintergründe geändert und irgendwann hatte ich wirklich die Langeweile. Ich habe jede Box nach einem Typ benannt. Wasser, Pflanze und so weiter und so fort. Und dann dementsprechend dann so viele Pokémon wie möglich gefangen. Möglichst verschiedene und die dann halt den Boxen über zugeteilt. Das war schon geil. So, ich setze weiterhin Topschutz ein. Okay, der Trainer will hier nochmal kämpfen. Gegen den haben wir schon mal gekämpft. Daher wissen wir eigentlich normalerweise, was er für Pokémon hat. Na gut, ich weiß jetzt auf Anhieb nicht. Okay, das war das Pikachu-Schiller. Aber es ist auch normal, dass hier die Trainer öfters kämpfen wollen. Ich habe mal gefragt. Ich habe nämlich mal Jonas gefragt, weil der Pokémon Sport 2 gesuchtet hat damals. Ich ja selber nicht. So, und das Sesokids. Hat das jetzt eine andere Farbe, weil jetzt Sommer ist? Mal sehen. Ja, vorher war es rosa. Jetzt ist es grün. Sieht auch in grüner Farbe schön aus. Aber meine Frage ist jetzt, wechselt das wirklich auch direkt die Farbe? Also wenn ich jetzt ein Sesokids im Team hätte, hätte es jetzt in die Farbe gewechselt mit einer anderen Jahreszeit oder müsste ich dann ein neues Pokémon fangen, welches dann grün dann ist und meins wäre rosa geblieben? Wisst ihr, was ich meine? Ich setze mal kurz das Item mal da hier mal mit ein. Hier gibt es zum Beispiel ein Item. Rechts, da gibt es auch noch was. Oder da gab es mal was. Nee, gab es nicht. Wo jetzt? Hier links. Ach, wir waren auch bis hierhin gekommen. Ah, und da ist Shion. Okay. Ah, Dennis, hast du kurz Zeit für mich? Ja. Da waren wir schon drinnen. Wollte eigentlich jetzt das Item holen. Egal. Tatsächlich nicht groß herumgesprochen, aber in der Nähe von Tessera ist etwas passiert, was mein Interesse geweckt hat. Es war nur für einen Augenblick, aber es wurde eine Temperatur von minus 50 Grad gemessen. Das ist noch nicht alles. Die gleiche Temperatur wurde auch in Strato City und Maria City gemessen. Und vor kurzem gab es doch diesen Vorfall mit Team Plasma. Ich habe das Gefühl, dass es böse endet, wenn ich der Sache nicht nachgehe. Aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Hier, ich gebe dir die vor allem Surfer. Bitte benutze sie, um verschiedene Orte zu untersuchen.
Denn wenn du einem deiner Pokémon Surfer beibringst, kannst du auch übers Wasser reisen. Geil, Surfer. Leider haben wir keinen Pokémon gerade dabei, was Surfer kann. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Aber es kann gut sein, dass da etwas Merkwürdiges vor sich geht. Sei vorsichtig auf deiner Reise. Ich denke mal, es kann keiner von uns Surfer. Wäre natürlich geil. Weil so eine Wasserattacke wäre sowieso noch sehr nice. Oh, bitte, irgendwer muss doch Surfer können. Natürlich nicht. Mann. Weil hier gibt es natürlich dann dementsprechend auch was. Aber ich habe jetzt ja keinen Pokémon für Surfer. So, mit denen haben wir schon gesprochen und weiter sind wir noch nicht gekommen. Bis hierhin. Da gibt es zum Beispiel auch ein Pokémon. Also ein. Wie heißt es denn? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Dieser Pilz. Oh. Schönes Wasser da, was es spiegelt. Ah, der kämpft auch. Weiß nicht, sind das alles jetzt hier Pokémon? Könnte eigentlich auch sein, dass das hier und da so ein. Pingnon oder so? Keine Ahnung. Ach, da kommt es sogar. Ja, Tarnpingnon. Pink. Ach, genau. Pingnon oder so. So, Psychoschock ist sehr effektiv. Durch den Gifttyp. Tschüss. Deinen Laukaps. Ach, Nico kann es ruhig mal weiterkämpfen. Auf welchem Level sind denn die eigentlich? 27, ja, es ging wieder runter mit den Leveln. Allerdings hätten wir ja hier schon längst hingehen können. Ich habe ja gesehen die Reise abgebrochen, weil ich das ein bisschen komisch fand, dass man weitergehen konnte und wir den Arena-Ort noch nicht hatten. Ist das wirklich alles Pokémon? Anscheinend. Ja, ein paar extra EP für Nico. Aber ich prüfe wirklich jeden Pokéball, weil ich weiß nicht, ob das auch Items sein können, auch wenn sie im hohen Gras sind. Das weiß ich nicht. Ah, können auch normale Items sein. Okay, gut zu wissen. Zum Beispiel hier der Hyperball. Hier ist wieder ein Pokémon, okay. Ich wollte das Itemradar einsetzen. Mach ich gleich. Mir nämlich gerade wieder ein. Oh, Psychoschock hat nicht mehr so viele AP. Ja, notfalls können wir ja zu einem anderen Pokémon wechseln. Aber erstmal setze ich das Item mal da ein. Hier rechts gab es nämlich irgendwo ein Item. Ach, ich lasse mal kurz den Superschutz. Ah, da drinnen. Okay. Hätte man eigentlich selber drauf kommen können. Viele Pokémon. Ah, da flüchte ich jetzt natürlich. Mann! Ich setze gleich wieder den Superschutz ein. Ey, kein Bock hier. Habe ich die Pokémon auf Route 6 schon vorgelesen? Ich glaube sogar, ja. Kann das sein? Doch, müsste ich schon gemacht haben. Oder? Ich schau gleich mal. Erstmal kurz hier nochmal einen Superschutz. Nein, nicht den Feuerstein, den Superschutz. Wir haben noch ein paar weniger. Ein Mini-Pilz kann man verkaufen. So, was wollte ich jetzt kurz? Wollte ich auch was? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall gegen den Trainer hier kämpfen. Stimmt, ich wollte bei PokéWiki jetzt mal Route 6 eingeben. Kann sein, dass ich das schon mal gemacht habe, aber. Falls ich es nicht gemacht habe, lese ich das jetzt nochmal vor hier. Also ich habe hier schon auf Pokémon geklickt. Ja doch, dann habe ich das gemacht. Okay. Ja stimmt, ich kann mich erinnern an manchen Pokémon. Habe ich schon gemacht. Gut. Romeo. Setzen wir mal sehr ein. Jetzt wir mal hier ein paar AP sparen. Oh, Blut. Okay. Macht aber nicht so viel Schaden. Halt auch keine Step-Attacke bei Romeo, glaube ich. Sturm. Wenn du möchtest, dass es hagelt, dann sollst du sein. Ui. Jetzt hagelt es noch dazu.
Blut macht immer noch kaum Schaden. Ah, das muss natürlich passieren, natürlich. Aber sehr hat hier den Rest getan, wunderbar. Level 34 für Nico. Heilblockade. Die brauchen wir nicht. Ah, es ist nervig, wenn ich die Pokémon auswechseln möchte oder halt den Platz da wechseln möchte, dass das Itemradar immer wieder ausgeht. Das finde ich ein bisschen doof gelöst. Das ist ein Kritikpunkt hier, ich finde. So, jetzt brauche ich hier einen Feuerheiler da. Falls wir Nico nochmal brauchen. Kuba, okay. LOL! Was ist das? Ist das ein legendäres Pokémon? Ich kenn's nicht. Dieses Pokémon eben. War doch. Das war das legendäre Pokémon Kobalium. Ich hab dir doch neulich davon erzählt. Ach, Kobalium. Das wäre ein würdevolles Auftreten. Kobalium, Viridium und Terrakium. Man erzählt sich, dass sich diese drei Pokémon gegen die Menschen gestellt hätten, um ihre Freunde vor einem Krieg zu schützen, den die Menschheit angezettelt habe. Denn sie wussten, dass Pokémon nicht in Frieden leben können, solange Menschen sich bekriegen. Habe ich da jetzt noch was falsch gelesen? Ich glaube ja. Sorry. Ihnen war klar, dass die Taten der Menschen viele Leben kosten würden. Aber warum zeigt es sich nun den Menschen? Patrouilliert es zum Schutz der Pokémon, die Einhaar-Region, weil vor 2 Jahren eine Gefahr von Team Plasma ausging? Oder ahnt es ein neues Unheil, das uns bevorsteht? Wie schrecklich. Verbreitet Jesus auch heute noch seine bösen Ansichten? Hat er andere gefunden, die er manipulieren kann? Ist es Zufall, dass Kobalium vor dir erschienen ist? Oder war es ein Appell an dich, das Unheil abzuwenden? Anders als N, der versteht, was in Pokémon vorgeht, kann ich nur raten, dass seine Absicht war. Aber wenn du es schaffen solltest, dass Kobalium sich dir anschließt, wäre es dir in Zukunft sicher eine große Hilfe. Interessant. Gibt es ein kleines Häuschen? Die Elektrolythülle ist toll. Das Kastadur, dem ich dort begegnet bin, ist so niedlich. Okay. Ist das hier der Eingang oder wie? Nee. Ich sollte bald mal zum Turm des Himmels auf Route G 7 gehen. Ich will unbedingt die Glocke läuten. Das freut meinen Baumball. Geil! Turm des Himmels! Das ist ein Ort, kann ich euch schon mal sagen, wo wir ein Pokémon fangen werden. Geil! Das heißt, Route 7 ist ja bald. Nice! Bald haben wir unser volles Team. Ein Pokémon-Team sieht schlapp aus. Du solltest es ein wenig Ruhe dem gönnen. Danke sehr, okay. Sehr schön, hier eine kleine Heilung zu bekommen. Hey du, das ist für dich. Ein Leuchtstein. Hilft zur Entwicklung an ihr Pokémon. Beispiel Pikachu, wie er ihm gerade sagte. So. Ach, jetzt habe ich hier Dings ausgemacht. Aus Versehen. Ist die Frage, was ist hier hinten? Ein Trainer. Mist. So leicht kann man in eine Falle laufen. Aber egal. Ich will eh jeden Trainer besiegen. Und daher kann der Ranger ruhig zu uns kommen. Ein Rollum. Welches Pokémon haben wir noch vorne? Shell? Okay. Dann setzen wir da einfach mal Schaufel ein. Ich habe bis heute nicht so viel Schaden machen. Geht. Ja, es geht. Macht. Eigentlich sollte es noch weniger Schaden machen, aber. Ja, das liegt halt auch daran, dass Michelle sich noch nicht entwickelt hat. Leider. Aber es müsste jeden Moment so gesehen sein, also bei jedem Levelaufstieg. Also ich warte schon darauf. Jedes Mal, wenn Michael ein Level aufsteigt, denke ich so, und entwickelt er sich jetzt so? Michael, schaffst du. Das ist nur ein Tarnpion. Nein. Wusste ich nicht, dass er eine Pflanzenattacke hat. Das haut natürlich um. Komm, nein, nicht René, ich meinte Nico. Das haut natürlich um. Shit. Bevor ich gleich einen Beleber einsetze, laufe ich nochmal zum Haus, wo wir eine kostenlose Heilung bekommen.
Hier, damit kannst du deine Pokémon ein. Eine Persifbeere. Heidglaube Vergiftung, wenn ich mich nicht irre. So, sie hat unser Pokémon geheilt. Daher können wir es ruhig nochmal machen. Für mich jetzt hier. Jetzt geht's hier hinten lang. Was ist hier? Die Elektrolythöhle, okay. Hier wär's, könnte man noch lang gehen, okay. Gibt's hier ein Item? Irgendwo in der Nähe? Nö. Dann gehen wir jetzt hier rein. Elektrolythöhle. Sieht auf jeden Fall sehr interessant hier aus. Ist das da? Ach, Bell! Hey! Wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Nee, wusste ich nicht. Dieser Ort sei ist seit e jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Mein Haar hätte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Später. Okay. Gib mir Schaden hier. Nee, aber hier gibt es ein Item. Irgendwo. Aber irgendwo dort drüben. Ein wildes Pokémon. Ein Zapladen. Kämpfen wir ruhig mal gegen. Mit seinen Elektroattacken kann es halt nichts ausrichten. Ich setze mal hier Steinhagel ein. Ah, wehrt der Attacke ab. Level 28. Ah, gut, das. Ey! So, jetzt hier. War ein Volltreffer. Ich habe halt jetzt nicht mehr so viel Schutz, daher will ich das so ein bisschen aufheben. So, manche Steine lassen sich verschieben. Aber wie? Hier gibt es auch so einen Stein. Ein Castador. Ach komm, da flüchten wir jetzt mal. Flucht gescheitert, ey. Sehr ernst. Ah, natürlich ein Volltreffer. Ist dich. Nee, das ist was anderes. Hä? Ich weiß nicht, wie man die bewegen soll. Ah, diese scheiß wilden Pokémon, ey. Aber warum setze ich jetzt noch keinen Schutz ein? Ich kann euch sagen, wir werden hier das nächste Pokémon fangen. Daher will ich halt jetzt hier auch keinen Schutz einsetzen, weil ich es auch vielleicht noch in diesem Port fangen möchte. Ey, jetzt krieg ich. Was denn hier? Komm hier. Ja, sehr schön. Sollte ich vielleicht mal jemanden anderen nach vorne tun? Ich glaube ja. Setze ich mal René nach vorne. Vielleicht geht's nur nach links. Ah, okay. Okay. Ein Hyperheiler kann man gut gebrauchen, um irgendeinen Statuseffekt zu heilen. So, dann das nächste wilde Pokémon. Ein Wattzapf. Das brauchen wir nicht. Da hätte jetzt Michelle was machen können. Aber ja, ich flüchte lieber. So. Immer in die Richtung, wo diese komischen elektrischen Steine sind. Habe ich jetzt so gesehen erkannt. Das ist das letzte wilde Pokémon, was wir begegnen. Danach beende ich jetzt den Part. Bedeutet, wir werden dann im nächsten Part hier unser nächstes Teammitglied fangen. Hat jetzt nicht mehr in diesen Part reingepasst sozusagen oder ja, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag und bye bye.